Und schon sind wir wieder da mit Return to Monkey Island. Wir haben drei Stimmen erhalten. Die von Flair, die von Flombe, die von Apple Bob und wir brauchen immer noch die von Iron Rose und von Putra. Putra stimmt mit Iron Rose, also müssen wir irgendwie Iron Rose überzeugen, für unseren Plan zu stimmen. Aber ich finde, du solltest trotzdem für Monkey Island stimmen. Hab nicht so viel Bock darauf. Darüber möchte ich jetzt nicht sprechen. Ich habe eine Glaubenskrise. Denn ich lasse mich nicht von LeChuck inspirieren, seinem Beispiel zu folgen. Okay. Ich weiß noch nicht, wie ich diese Glaubenskrise auflöse, aber ich würde jetzt einfach mal Folgendes machen. Ich rufe jetzt mal eine Abstimmung ein. Ach, der hat das Witzebuch. Eine Abstimmung ein und guck mal, ob das irgendwie dafür sorgt, dass sie, wenn sie sieht, dass der Rest der Crew mitmacht, dass sie dann vielleicht auch mitmacht oder so. Ein Glockenschlag, Abstimmungsstunde. Haben wir das nicht gerade getan? Die Versammlung wird zur Ordnung gerufen. Gibt es Angelegenheiten, über die abgestimmt werden soll? Madisons Schiff nach Monkey Island folgen. Dafür stimme ich mit Ei. Nein. Nein. Ei. 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 Das sind mehr Ei-Stimmen als zuvor. Aber die Abstimmung muss einhellig erfolgen. Tut mir leid, Schrobi. Sitzung vertagt. Das heißt, einer kann mit seinem Veto die ganze Crew als Geisel nehmen. Ganz schön blödes demokratisches System. Na gut. Tja. Eine Glaubenskrise. Das Problem ist, ich weiß nicht genau, wie ich da ansetzen kann. Ich werde mal mit LeChuck drüber reden, I guess. Was habe ich denn noch dabei? Geisterhühnerfutter scheint mir jetzt auch nicht mehr so nützlich. Das Doppelmonokel. Kann ich hier die Karte zeigen? Nee. Ich dachte, wenn er hier den Plan zeigt, dann lässt er sich vielleicht überzeugen, dass was eine gute Idee ist. Die Infobroschüre. Ja, inspirieren. Ich inspiriere sie, natürlich. Wie bin ich denn da noch nicht drauf gekommen? Erinnerst du dich daran, dass du mir das bei meiner Einweisung gegeben hast? Da stehen ein paar gute Sachen drin. Ach ja, ich habe das selbst zusammengestellt, weißt du? Kein Witz? Vertrauen missbrauchen, Betrug begehen, Körperverletzung androhen. So unerschütterlich. So unapologetisch und rücksichtslos, das erinnert mich wirklich an früher. Mich auch. An heute Morgen in meinem Fall. LeChuck ist wirklich ein toller Anführer. Du kannst das behalten, wenn du willst. Nein, danke. Jetzt weiß ich wieder, warum ich LeChuck überall hin folgen will. Selbst wenn ich denke, dass er etwas Dummes tut. Nur um das klarzustellen, das heißt, du stimmst jetzt für Monkey Island. Ja, auch wenn ich weiß, dass du das willst. Ist okay für mich. Ich glaube, sehr ich gut. Habe jetzt die Unterstützung von allen. Zeit für eine weitere Abstimmung. Ja, okay, da hätte ich jetzt auch schneller drauf kommen können. Aber es war jetzt nicht so viel verschwendete Zeit. Wir haben ja auch sehr viel Produktives getan in der letzten Folge. Also ab zur Abstimmung und ab nach Monkey Island. Und ist das Spiel ja quasi schon fertig, ne? Also viel länger kann es ja nicht mehr gehen. Können wir nochmal darüber abstimmen, ob wir nach Monkey Island fahren? Wenn du eine weitere Abstimmung willst, läute die Glocke selbst. Ach ja, um Gottes Willen. Mach ich. Ein Glockenschlag, Abstimmungsstunde. Haben wir das nicht gerade getan? Die Versammlung wird zur Ordnung gerufen. Gibt es Angelegenheiten, über die abgestimmt werden soll? Madisons Schiff nach Monkey Island folgen. Dafür stimme ich mit Ei. 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 Sechs Stimmen dafür, keine dagegen. Ich hoffe, du bist jetzt zufrieden, Oma. Macht euch bereit. Wir folgen dem anderen Schiff, sobald es losgeht. Ja. Sehr gut. Übrigens haben die. Dann bist du nach Monkey Island aufgebrochen. Fast. Es war an der Zeit, Murray zurück zu Madison zu schicken. Irgendwie. Die haben mit der Abstimmung schon angefangen, bevor Flambé überhaupt da stand. Das war ganz schön fies, nicht auf ihn zu warten. So, das kann ich nicht einfach rüberschießen, richtig? Okay, Murray. Ich brauche nur noch eine Sache von dir. Ich hoffe, du bist nicht allergisch gegen Schießpulver. Natürlich bin ich nicht. Hey, was machst du da? Diese Dinge sind gefährlich. Feuer frei? Was? Okay, das. Das war einfach. Auf dem Weg. Alle Mann bereithalten zum Segel setzen.
Und Captain Madison, wir ist nicht klar, dass wir ihm folgen. Da, meine Lieben, die sagenumwobenen Ufer vom sagenumwobenen Monkey Island. Um Captain Madison und ihre Mitarbeiter müssen wir uns natürlich kümmern. Aber unsere oberste Priorität ist das Geheimnis. Extra Grog für alle! Grog? Und wir haben übrigens Scarlet nicht gerettet. Oh. Freeport? Hoppla. Das habe ich nicht kommen sehen. Ich will das auskosten. Also überlasse ich dir den ersten Schlag. Was soll ich sagen? Wir haben Gallert nicht gerettet. Das heißt, der wurde wahrscheinlich vom Ruder zerquetscht. Well, ich weiß nicht, ob ich ihn hätte retten können, aber ich hätte es zumindest getan, wenn ich die Möglichkeit gesehen hätte. Naja, was wollte ich noch sagen? Genau, Captain Madison hat nicht bemerkt, dass wir ihr folgen, oder ist ihr das egal? Ah. Ich meine, es ist ja schon auffällig, wenn ein Schädel von der Kanone rübergeschossen wird. Die hätten ja auch einfach ein Stückchen wegsegeln können und dann das Ritual vollenden. Also noch, naja, egal. Wie auch immer sei. Ich will jetzt die Logik nicht weiter hinterfragen. Wir machen hier ein Duell gegen LeChuck und wir müssen ihn beleidigen. Ich glaube... Ja, das ist eine gute Beleidigung. Du bist so rostig wie das Buttermesser, das du Schwert nennst. Wir sind beide immer noch schärfer als du. Also ich fand das ja keine gute Erwähnung. Warum versuchst du es nicht noch einmal? Du hast weder Klasse noch Asse. Nun, deine Klasse ist klassenlos. Verdammt! Hey! Kein Mogeln! Hey! Betrug! Ich habe diese Runde gewonnen! Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass wir die Schwerter benutzen sollen, wenn wir das tun. Du scheinst nicht zu wissen, wie man ein Schwert benutzt. Ich kann mich nicht entscheiden, ob du das Ding wie einen Staubwedel oder eher wie einen Mob schwingst. Ja, der Klassiker. Den kenne ich! Du hast wohl geübt, was? Welchen Konter würdest du verwenden gegen du schwingst es wie ein Staubwedel oder ein Mob? Genau, das war das Unterste. So oder so werde ich mit dir den Boden wischen. Das habe ich auch gedacht. Ich kann mich nicht entscheiden, ob du dein Schwert wie einen Staubwedel oder eher wie einen Mob schwingst. So oder so werde ich mit dir den Boden wischen. Zu spät, um jetzt noch mit deiner Arbeit anzufangen, Schrubbi. Hey, du konterst meinen Konter? Das verstößt doch sicher gegen die Regeln. Du solltest dich wirklich über die neuesten Trends informieren. Auf Wiedersehen, Threepwood. Man muss sagen, sein Konter auf dem Konter war schon ziemlich gut. Allein dafür haben sie das Amt des Schrubbi eingeführt. Teil 3. Rückkehr nach Monkey Island. 8 Minuten, um hier rauszukommen. Oh mein Gott. Gut, dass ich noch immer 10 Minuten lang die Luft anhalten kann. Mehr oder weniger. Ist es mehr oder ist es weniger? Was? Du sagst, du kannst 10 Minuten lang die Luft anhalten. Aber manchmal sagst du auch 8. Einmal hast du sogar 12 gesagt. Was ist es denn nun? In meiner Blütezeit konnte ich 10 Minuten schaffen. Ohne Probleme. Bist du in dieser Geschichte in deiner Blütezeit? 8 Minuten. Jetzt lass mich weitererzählen, bevor die 8 Minuten um sind. Ging das von meiner Zeit ab? Okay. 6 Minuten Fußweg nach Makia. Ach, das war die Antwort auf die Frage. Okay, es war gar nicht der Tunnel von Herman Toothrot. Ach, ist ja gemein. Ja, da haben wir noch ein bisschen Zeit, ne? Ich bin ja fast versucht, jetzt hier das auf 6 Minuten oder weniger ablaufen zu lassen. Da komme ich auf keinen Fall durch. Selbst wenn ich das schaffen würde, habe ich keine Lust, in diese Richtung zu gehen. Monkey Island, 6 Minuten Fußweg. Vor allem... Naja, egal. Jetzt bin ich alt. Okay, ich wollte eigentlich noch gar nicht klicken, aber ich habe aus Versehen geklickt und er ist jetzt einfach gegangen. Eine Quizkarte. So viel Zeit muss sein. Der Name der Voodoo-Lady lautet... Okay. Kommt mir nicht bekannt vor. Corinna? Beth? Nee. Voodoo-Lady? I guess? Ist es ein Name? Sie hat keinen Namen? Vielleicht. Ich meine, Voodoo-Lady? Ihr Name ist Voodoo-Lady.
Warum nicht? Ah, eins von den beiden, wahrscheinlich. Die heißt nicht Corinna, die heißt nicht Beth. Das wäre zu undramatisch. Ah, sie hat keinen Namen, na gut. So viele Quizkarten werden hier vermasselt. Gib mir noch eine, gib mir noch eine. Yes, da ist noch eine. Oh, Junge, Junge, und das ist erst der Anfang. Captain Kate Capsize. Betreibt einen Laden für gebrauchte Särge? Nein, das ist nämlich Stan. Wurde zur Gouverneurin von Mealy Island ernannt? Im Leben nicht. Kommt in keinem Magellan-Spiel vor? Ach was, die ist im zweiten. Wurde zu Unrecht wegen erfundener Anschuldigungen inhaftiert. Ja, wir haben ja sogar das Fahndungsposter im Museum auf Mealy Island gesehen. Warum auch immer das auf Mealy Island gelandet ist. Ja. Gelöst. Sehr gut. Wie viel Zeit habe ich noch? Hey, die Zeit hat pausiert, während ich im Quizbuch war. Ganz schön unfair. Aber sie pausiert nicht, während ich meine To-Do-Liste lese. Spannend. Nach meiner Berechnung haben wir noch 2 Minuten. Und da drüben geht's weiter. Erstmal. Nein, speichern wollte ich. Vermasselt. Ach, ich wollte doch so gerne trinken. Ich hab's echt vermasselt. Endlich! Hallo, Monkey Island. Ich bin Skybrush. Hast du mich vermisst? Dein Geheimnis wird mein sein. 10 Minuten. Höchstens. Ich muss nur einen Blick auf die Karte werfen, die ich von LeChuck geklaut habe. Ist sie nass geworden? Ich wollte auf das Symbol hier klicken, ich habe daneben geklickt und egal wo man an den Bildschirmrand klickt, ist er rausgelaufen, was er normalerweise nicht macht. Man muss auf das Exit-Symbol klicken. So ein Blödsinn. Hey, L plus E. LeChuck und Elaine? Oh, es ist ein Herz mit L plus E, das jemand romantisch in den Baum geschnitzt hat. L plus E. Ich frage mich, wer das ist. Sie müssen so verliebt sein. L plus E? Moment mal, das steht für LeChuck plus Elaine. LeChuck muss das vor Jahren hineingeschnitzt haben, als er Elaine entführte. Au! LeChuck muss das vor Jahren hineingeschnitzt haben. Au! Autsch! Au! Autsch! Autsch! Es gibt ein Achievement dafür, wenn man den Baum öfter mal tritt. Okay, aber wir können jetzt in den Dschungel gehen. Wir gucken mal auf unsere Anweisungen hier. Der rote Bärenstrauch. Den müssen wir ja erstmal finden. Das heißt, das ist unser erstes Ziel. Roter Bärenstrauch. Warum kann ich die Einsiedlerkrabbe nicht mitnehmen? Irgendwas hier hinten? Nichts, aber auch rein gar nichts. Keine Quizkarten, nichts. Ich muss mich doch hier... Eine Quizkarte, sehr gut. Murray! Murray, bist du das? Nein, das ist nicht Murray. Tut mir leid wegen der Kanone. Oh, es ist nur ein gruseliger Schädel. Den werde ich für meinen Shakespeare-Sommervorrat aufheben. Okay. Quizkarte. Dave Grossman, ach, die hatten wir schon mal. Und damals habe ich gesagt, was habe ich denn gesagt? 1988 habe ich gesagt. Ich sage jetzt 87. Es macht durchaus Sinn, dass der schon eine Weile davor... hat also erst spät angefangen. Na gut, ich habe keine Ahnung, wer Dave Grossman ist übrigens. Sofern habe ich da nicht viel Chance, das rauszufinden. Als ob man auch die Karriere... Hey, der rote Bärenstrauch, das ist ja fast so leicht. Aber auch die Karriere von allen möglichen Makialen-Entwicklern perfekt im Kopf hätte. Gigantischer Affenkopf, das Schiffswrack, die Aussicht, der mächtige Vulkan. Noch irgendwas? Vulkanstrand? Na gut, also ich meine, 10 Minuten. Monkey Island, Geheimnis lösen, Bärenstrauch, los geht's. Eine Piratenflagge. Man hört nicht viel über Landpiraten, aber es gibt sie. Den Busch kann ich nicht mehr anschauen, aber ich soll ja der Affenhand folgen, nicht wahr? Es ist ein großes Steinaffenteil. Mich schaudert es bei dem Gedanken, welches Teil ich als nächstes finden könnte. Große Hand. Eine Quizkarte. Ach. Gib mir nochmal Dave Grossman.
Wie viele Heißluftballons kann man vom Park aus sehen? Oh mein Gott, als ob ich sowas wüsste. Okay. Ich weiß, es gibt Heißluftballons, also das klingt richtig. Null ist nicht die Antwort. 1, 2, 3. Und ist das jetzt der Park in welchem Spiel? Im Zweier, im Dreier, in diesem Spiel? Achso, vom Park aus. Vom Park aus. Vom Park im Tutorial. Uff. Ich bin versucht, in die Aufnahme zu schauen, um es nachzugucken, aber das wäre gemogelt. Heißluftballons. Also, Big Whoop hat auf jeden Fall Heißluftballons, da bin ich mir ziemlich, ziemlich sicher. Wie viel man sehen kann? Die goldene Mitte vielleicht? Yes! Haha! Ich bin ein Meister des Quiz. Okay, man kann da lang gehen, aber wir wollen ja der Affenhand nach, ne? Stein an der Affenhand. Bleib auf dem Weg bei dem Holzhuhn. Und dann die Bienen. Wie wäre das? Wie ist das denn? Hätte ich die alle auch überzeugen können, ohne jetzt diese Anweisung von LeChuck zu haben? Habe ich jetzt hier eine Abkürzung? Weil ich meine, dass man das austauscht, das war ja jetzt nicht unbedingt direkt nötig, um die restlichen Sachen zu lösen. Okay, eine schicke alte Sonnenuhr. Sie geht ein bisschen vor. Aber wir wollen beim Huhn entlang. Ich hätte einen Haken in die Mitte geschnitzt, aber das ist nur meine Meinung. Magisches Vogelhaus. Ich wusste nicht, dass die Insel als Wohnraum genutzt wird. Halt, eine Quizkarte. Ja, ich wusste es. An den Bienen vorbei und ein hilfreiches Schild. Machen die mir Ärger? Das hieß nämlich Schleichen. Der Mille Island Zirkus wurde geleitet von den Fettuccini Brothers, den Männern ohne Moral, den Spaghetti Boys oder den Gazpacho Guys. Ja, es ist. Natürlich sind das die legendären Fettuccini Brothers, ohne Frage. Okay. Ich mag Honig, aber ich will die Situation nicht eskalieren lassen. Okay. Wow, ich kann da einfach vorbeilaufen. Also, ich habe jetzt auch gar nicht versucht, ob ich irgendwelche Dinge mitnehmen kann oder so. Einfach. Ha. Ehrlich gesagt, ich habe das Gefühl, ich laufe hier gerade in eine Falle. Also, es ist alles ein bisschen zu einfach. Und würde LeChuck wirklich seine geheime Karte so liegen lassen und nicht mitkriegen, dass wir die austauschen gegen eine von Melee Island? Geheimnis hier lang. Es ist ziemlich unkompliziert, was ich sehr schätze. Das ist sowas von eine Falle. Ist auch von. Aber es ist von Wally's Matinoir. Na gut, ja, dann tappen wir halt mal mit offenen Armen in die Falle, würde ich sagen. Quizkarten? Großes X. Das Geheimnis von Monkey Island muss hier begraben sein. Verzeihung. Ich muss nicht mal meine eigene Schaufel mitbringen. Das ist sowas von eine Falle. Was für ein unglaublicher Glücksfall. Eine kostenlose Schaufel, um das Geheimnis auszugraben. Ich nehme mir die einfach. Was kann schon schief gehen? Verfluchte Schaufel. Wow. Aha, eine Falle. Ich wusste es. Das ist nicht LeChuck. Ja, die haben dem nämlich, oder war das das Emland von Madison vielleicht? Kann auch sein. Die haben ihm wohl hier die falsche Karte untergejubelt. Ist für LeChuck. Das erklärt das Malzbier. Dieser Clown wird LeChucks Geheimnisse nicht kennen. Aber ich denke, wir können ihn trotzdem foltern. Wartet! Ich kenne viele von LeChucks Geheimnissen. Kennst du LeChucks Titelmelodie, sein Slogan oder sein Lieblingsessen? Titelmelodie, ja. Wie war's mit den ersten beiden Noten? Lieblingsessen? Oh, nein. Slogan? Nein. Wie wär's mit den ersten beiden Noten seiner Titelmelodie? Nicht genug.
Das führt zu nichts. Wir wären gar nicht in dieser Lage, wenn du mir erlaubt hättest, ihn auf Mili zu töten. Fang nicht damit an, Layla. Denk daran, dass ich es war, der die echte Karte auf dem Weg zu LeChuck abgefangen hat. Das ist ein leeres Blatt Papier. Sie ist verschlüsselt. Ich kann sie mit einem Zauber der dunklen Magie aufdecken. Aber ich brauche LeChucks persönliche Informationen, um die Sicherheitsmaßnahmen zu knacken. Als Teil des Zaubers müssen wir seine Musik spielen, seinen Slogan sagen und sein Lieblingsessen essen. Ihr könntet ihn einfach fragen? LeChuck ist zu mächtig, um ihm direkt gegenüberzutreten. Diese Falle sollte ihn überrumpeln, damit wir die Informationen aus ihm herausbekommen können. Und jetzt haben wir kein Malzbier mehr. Ist LeChuck wirklich so dumm, dass er in diese Falle getappt wäre? Ich weiß nicht. Aber anscheinend ja, denn er hat sich ja auch hier von uns komplett täuschen lassen auf dem Schiff. Wir könnten sein Schiff nach Informationen durchsuchen, während er weg ist. Daran haben wir gedacht. Aber das Schiff ist so verzaubert, dass man nicht an Bord gehen kann. Nur LeChuck und seine Mannschaft können an Bord gehen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich offiziell gefeuert wurde. Ich meine, ich bin zwar auf dem Meeresgrund gelandet, aber niemand hat je gesagt, du bist gefeuert. Du kannst auf das Schiff gehen? Wahrscheinlich. Ich meine, definitiv, ja. Na schön. Die Sache sieht so aus. Du findest heraus, was wir wissen müssen. Wir entschlüsseln die Karte und wir teilen das Geheimnis durch vier. Das ist das einzige Angebot. Und ich werde es nicht noch einmal machen. Ja oder nein? Na klar. Das ist, Ich akzeptiere. Unmöglich! Du hast dich mit Captain Madison zusammengetan? Sie hatten natürlich vor, mich zu hintergehen. Meine einzige Möglichkeit war, es zuerst zu tun. Sie doppelt zu hintergehen, bevor sie mich hintergehen können. Dreifach hintergehen. Dad? Ich würde ihnen das besorgen, was sie für den Zauber auf der Karte brauchen, und dann einen Weg finden, sie zu stehlen. Cool! Spitze! Vergiss nicht. Es ist seine Erkennungsmelodie, sein Slogan und sein Lieblingsessen. Wir schlagen unser Lager am großen Affenkopf auf, falls du etwas brauchst. Es gibt da eine Sache. Okay. Großes X markiert die Stelle. Ja, okay. Na gut, dann wollen wir doch mal schauen, wohin uns der Dschungel führt. Also, da haben lagern die, aber da würde ich jetzt noch nicht hingehen. Erstmal gucken, was wir sonst noch so haben, damit wir auch mit irgendwas hinkommen können, was wir dann tatsächlich brauchen. Ich würde sagen... Ja, wo ist denn das Schiff? Das Schiff ist von LeChuck ist hier, oder ist das von Captain Madison? Nee, ist schon LeChucks, ne? Sieht so aus. Das ist, wir könnten zum Vulkanstrand wandern. Ich würde aber erstmal beim Wrack vorbeischauen hier. Noch ein Schädel. Mary, bist du das? Tut mir leid, dass ich dich platt gemacht habe. Oh, das ist nur ein gruseliger Totenkopf. Ich behalte ihn für Halloween. Meine Sammlung wächst. Nur ein alter Schädel. Ich bin kein Phrenologe, aber er scheint in Ordnung zu sein. Okay, Quizkarte? Die Felsen hier sind tückisch. Ich muss aufpassen, dass ich mir nicht den Zeh stoße. Der uralte Kampf zwischen Fels und Schiffsrumpf endet immer nur auf eine Weise. Da steht die Sea Monkey. Hey, das ist mein altes Schiff aus Monkey Island 1. Wow! Die Sea Monkey hat mir Abenteuer und Ruhm gebracht. Ich habe das Gefühl, das ist ein gutes Omen. Entweder das oder dieses vergessene Schiffswrack, das am Strand liegt, hat eine hohe Symbolkraft. Die Sea Monkey, ja, die ist je nachdem, wie man sich entschieden hat in Monkey Island 1, ist die entweder untergegangen oder man kann aber auch mit ihr zurücksegeln, dachte ich. Der Untergang ist also jetzt hier Canon. Ich würde das alte Mädchen gern wieder flott machen. Das wäre ein tolles Sommerprojekt. Keine Quizkarte, nichts. Ich kann es kaum glauben. Die Sea Monkey. Wow. Ich würde das alte Mädchen gern wieder flott machen. Ah, gibt aber nicht so viel, das was man hier tun kann. Irgendwelche nützlichen Items. Sieht auch nicht so aus. Nichts, was hier mit dem Schiff... Ja, was soll ich? Also ich meine, was soll ich hier, ne? Die Felsen hier sind tückisch. Ich muss aufpassen, dass ich mir nicht den Zeh stoße. Ich in dem Fels irgendwas abkratzen, so eine Koralle oder so? Nee. Die Schädel auf das Schiff werfen? Nee. Dann weiß ich noch nicht, was ich hier will. Wahrscheinlich erst später was. Ab in den Dschungel. Dann gehen wir nach oben auf den Felsen. Ein weiterer Mary, Schädel. Bist du das? Ich hätte dich wahrscheinlich in deiner Kiste lassen sollen.
Oh, das ist nur ein mit Meersalz verkrusteter Schädel. Ich behalte ihn, für den Fall, dass ich jemals mit dem Schädel-Jonglieren anfange. Dann hätten wir schon drei. Das ist ein Schädel, den ich gefunden habe. Das Meersalz war aber nicht tatsächlich ein Objekt. Okay. So, und ich habe bei der Quizkarte behauptet, da unten wäre ein Gummibaum. Apropos Quizkarte. So, behauptet, da unten wäre ein Gummibaum. Ist das denn jetzt tatsächlich nicht so? Hier bin ich vor Jahren versehentlich gestürzt, als die Kante eingestürzt ist. Gute Zeiten. Sind wir dann nicht auf einem Gummibaum gelandet? Prächtig. Okay, wow. Hier oben war absolut nichts. Klippenrand. Vielleicht kann man hier wieder irgendwie eine Falle stellen später, dass der wieder einbricht. Weiß nicht so genau. Quizkarte. Ich meine natürlich Quizkarte. Nach welchem Wort fragt der Kurator beim Kreuzworträtsel? Das war, war es nicht Pirat? Ich dachte Pirat, ne? Pirat? Oh, der hat nach einem Wort gefragt und es war was Offensichtliches. Es war Pirat. Ja, natürlich war es Pirat. Konnte ich mich natürlich daran erinnern, war ja überhaupt kein Problem, diese Quizkarte. Mehr, ich will mehr. Das ist einen Blick wert. Das ist einen Blick wert. Da kann ich nicht mehr hingehen zum Vulkan. Früher war dann nämlich das Lager von Herman Toothrot. Aber der ist schon lange nicht mehr hier, nehme ich an. Weil, wie ich dieses Spiel hier inzwischen kenne, wird er wahrscheinlich wieder irgendwann auftauchen. Na dann, ab zum Vulkanstrand. Wo es einen weiteren Schädel gibt. Vielleicht eine weitere Quizkarte? Ja. Welcher Kuchen ist nicht Otis Lieblingskuchen? Nicht Otis Lieblingskuchen. Okay, der hat von Tante Millie, oder wie auch immer sie heißt, hat ja einen Käsekuchen bekommen, in dem eine Feile drin war. Und den mochte er aber nicht, deswegen hat er ihn nicht gegessen. Also nehmen wir den Käsekuchen. Das ist aber eine komisch formulierte Frage. Gut. Murray? Murray? Bist du das? Tut mir leid, dass ich dich hier mit reingezogen habe. Oh, es ist nur ein seltsam aussehender Schädel. Ich behalte ihn ohne einen bestimmten Grund. Es ist ein Stück Treibholz, das am Strand angespült wurde. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Und kann ich es mitnehmen? Nein, kann ich nicht. Kann ich ein Stück davon abschneiden? Mit meinem treuen Messer, das hat schon so viele gute Dinge getan. Nein. Kann ich ein Autogramm... Oh, kann ich mit dem Stift das L und Chuck und Elaine auskratzen aus dem... Das muss ich kurz probieren. So viel Zeit muss sein. Oder mit dem Messer. Haha! Das ist wirklich verlockend, aber ich denke, dass LeChuck eine Art moralischen Sieg davontragen würde, wenn ich zu eifersüchtigem Vandalismus greifen würde. Außerdem hatten die Zeichner keine Lust, hier noch einen anderen Buchstaben zu malen. Na gut. Dann... Autsch! Dann gehen wir halt. Okay. Vulkanstrand. Wie komme ich aufs Schiff? Ah ja. Einfach... Moment mal, da sind doch Haie! Oh Gott, das kann nicht gut enden. Abendessen? Ich schätze nicht. Eine Quizkarte. Ah, der Anker. Jetzt spielt er ja doch eine Rolle. Noch ein Murray. Bist du das? Ich hoffe, das beeinträchtigt unsere Freundschaft nicht. Oh, das ist einfach ein durchnässter Schädel. Den heb ich mir für mein Schädelclub-Treffen auf. Ich spüre hier das pure Böse. Mehr als das, was für ein gewöhnliches Meerestier angemessen ist. Dann bekämpfe ich das pure Böse. Okay. Mag das pure Böse Schädel? Nein. Mag erst ein bisschen Futter? Nein. Cracker? Nein. Eine Karte? Nein. Okay, das pure Böse ist an nichts interessiert. Quizkarte. Die Mad Monkey war ein versunkenes Schiff, LeChucks Hausschimpanse, ein riesiger Roboteraffe oder der Anführer der Piraten, die Fahrenbucht. Nein, die Mad Monkey ist ein Schiff. Die Mad Monkey ist ein Schiff, das von Affen nach Monkey Island gesegelt wurde. Nein. Also es ist nicht LeChucks Hausschimpanse, vor allem weil die Mad Monkey... Es funktioniert im Englischen besser, wo der Artikel das noch nicht verrät. Es ist kein Affe, es ist kein Anführer, also... Es ist auf jeden Fall das Schiff. Ich denke, es war das Schiff, das Affen nach Monkey Island gesegelt haben. Dieses ganze riesige Schiff ist eine Art schwimmende Midlife-Crisis.
Wir klettern nach oben. Barracuda. Sehr schön. Gefällt mir. Und die Haie auch. Hier ist auch ein bisschen schneller. Okay, und bevor ich über die Reling klettere, weil dann wird garantiert gleich LeChuck uns anschreien, möchte ich doch hier einen Folgenschnitt machen, denn ich bin ein bisschen in Zeitnot. Aber in Kürze geht's schon weiter. Und dann werdet ihr ja sicherlich wieder einschalten. Also bis dann, zum nächsten Mal. Ciao, ciao.